Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier aus Gelsenkirchen. Wir sind heute hier, um das Fanmeilenessen auseinanderzunehmen. Wir gucken, was Gelsenkirchen so zu bieten hat. Die Engländer sagen, hier geht gar nichts. Deswegen sind sie alle in Düsseldorf. Und wir haben ziemlich früh 13 Uhr. Mal schauen, was hier schon geht. Die Fanmeile hat früher offen, weil hier Spieltag ist. Are you sure about that? Deswegen bin ich sehr gespannt. Wir legen los und mal gucken, was der Nordstern so zu bieten hat. Vor allem so früh. Ist hier der Eingang? Wo ist der Eingang eigentlich? Aber hier ist noch alles zu. Entschuldigung. Habt ihr noch nicht offen? Erst auf 16 Uhr. Oh, Scheiße. Am Heinrich-Kühl-Königsplatz sind auch Essensstände. Da müsst ihr nicht noch mal nach Köln. Fan-Meeting-Point-City, Heinrich-Königsplatz. Ja, können wir mal hingehen. Ist halt näher Hauptbahnhof. 12 Sekunden später. Boah, es riecht aber schon lecker. Oh, Baby. Keine Einlasskontrollen. Aber es ist halt auch ein öffentlicher Platz. Guck mal hier. Dafür sind die Engländer euch bekannt, dass die alle so eine Flagge haben, ne? Geil. West Bromwich Albion. The Lord is my shepherd. Das ist Stimmung, liebes Deutschland. Ey, ob man die mag oder nicht, aber das ist Stimmung. Das ist Stimmung. Da können sich die deutschen Fans eine Scheibe von abschneiden. Ey, ich bin so glücklich, sowas erleben zu dürfen, von Stadt zu Stadt und die Fans erleben. Geisteskrank einfach nur, wirklich. Hammerhart, ey, hammerhart. Krass, hier ist ja echt eine kleine Bühne nur. Mal gucken, ob es hier Stände gibt. Es gibt Essen, ja. Fisch und Chips natürlich. Backfisch. Deutsches Fisch und Chips gibt's hier. Pizza gibt es, geil, Reibekuchen. Oh, nice. Also, ich glaube, wir bleiben hier, das ist ein guter Spot. Einmal Fisch und Chips. Ich muss hier raus. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Alter, was eine Stimmung hier, wirklich. Nicht schlecht, England. Nicht schlecht. Mal gucken, ob auch das Fish and Chips gut schmeckt. Da haben die Engländer ja gar nichts mit zu tun. Aber wir haben drauf eine Knoblauchsoße und wir haben Mayonnaise dazu. Pommes, die so nicht ganz fertig aussehen. Probieren wir mal die Pommes erstmal nur so. Weil die sehen eigentlich trotzdem nicht schlecht aus, aber so gewürzt ohne Liebe. Oh, Baba Pommes. Richtig geil gesalzen und es ist dieses geile Pommesgewürz, was man früher mal drauf gemacht hat. Oh, gute Pommes. Die Mayo. Auf die Pommes lasse ich nichts kommen. Mega geil. Auch der Fisch sieht wirklich gut aus. Boah, geil. Wirklich. I like. Die Panade ist voll lecker. Und der Fisch ist schön smooth, geil, schön salzig auch. Junge, Junge, Junge. Mit Knoblauchsoße, Pommes, Todeskombi. Alter, diese Soße ist so eine geile Knoblauchsoße. Die ist so Cocktail-Knoblauchsoße. Alter, guter Start hier in Gelsenkirchen. Das zeige ich von mir auf jeden Fall. Auf einer Fastfood-Fan-Meilen-Skala eine 8 von 10. Hammerhart, ey. Oh! Revival von Schalke, von Leipzig. Drei Versuche. Oben oder unten? Wie du möchtest. Okay. Unten, unten. Jetzt nochmal oben, wenn dann richtig. Ja, dann jetzt aber dann Konzentration. Ah, knapp ein bisschen. Was auch gut hier ist für die Engländer, die können hier alle ihr Bier mit reinnehmen. Es gibt ja keine Einlasskontrolle. Die müssen hier nicht kaufen. Aber heute ist Sonntag. Guck mal, da sind einfach Ritter. Komm, die kann ich schon mal was fragen. Guys, can I ask you a quick question? Ja. Okay, who is the better footballer? Cole Palmer or Jamal Musiala? Cole Palmer. Oh, we gotta say Cole Palmer, but Musiala's a decent player. Will he play today? Considering he started his career in England, he played for England, you can't complain really, can you? Mal gucken, ob wir einen Engländer finden, der sagt, dass Jamal Musiala besser ist als Cole Palmer. Guys, who is better player, Jamal Musiala or Cole Palmer? Palmer. Cole Palmer. Boah, also Palmer macht schon Spaß, ne? Dem zuzugucken, finde ich, macht schon Spaß. Ja, du sagst auch Cole Palmer? Ja, ja. I would say Palmer, definitely. Musiala's got his advantages, of course. Jamal Musiala.
Danke dir. Schönen Tag euch noch. I'm running through the zone like that, that. Alter, ich frage mich eine Sache. Warum hat er das Brot nicht angekrost? Dann wäre das richtig geil. Ansonsten haben wir Sucuk auf den Grill gehauen. Krautsalat, Tzatziki. 6 Euro, ich finde, ist auch wieder ein Preis, der ist okay. Rein in die dreckige Masse, meine Freunde. Der Sucuk schmeckt sehr, sehr extrem. Ist jetzt nicht so geil, die Kombi, finde ich. Aber man sieht auch, der Sucuk ist auch sehr, sehr dick, den ich hier drauf hatte. Er schmeckt ja wirklich, wie Sucuk schmeckt. Ich glaube, wir sollten nochmal Köfte probieren. Ich nehme Köfte diesmal. Dankeschön. Okay, in dem Sinne, guten Appetit, ich bin gespannt. Das Tzatziki holt mich nicht so ab da drinne. Nee, catcht mich nicht, wirklich. Zu viel Brot, zu viel Tzatziki, kein Crossbrot, da bringt es auch nichts, dass es frisch ist. Würde auch nicht betrunken schmecken. 4 von 10 und das gerade eben auch 3,5 von 10 leider nur. Oh, Hammer! Mega! So. Sieht aber nicht gut aus. Aber lobe den Tag nicht vor dem Abend. Hi, einmal Salami bitte. Dankeschön. Ah, jetzt macht alles einen Sinn. Anscheinend essen wir Pferdepizza mit Pferdesalami. Oh, good times never seem so good. How's the pizza? Is it good? Good pizza? Is it good? It's horrible. Also ich finde wirklich richtig geil, wenn du die Euros miterleben willst, auch ohne Ticket, kannst du das voll und ganz machen, die Stimmung mitnehmen. Und das ist wirklich der Knall. Feier ich sehr. Pizza. Was haben wir bezahlt? 12 Euro? 12 Euro. Aber gut, so viel zahlen wir auch für eine Pizza, wenn wir sie bestellen mittlerweile. Naja, dann in dem Sinne. Sie hat auch geschnitten. Guck mal, wie sie geschnitten hat. Guck mal. Deswegen, sie war richtig lieblos. Was hat sie getrieben? Sie hasst Gelsenkirchen. Sie hasst Engländer. Und außerdem hasse ich Fußball. Oh no. Du kannst sie so klappen, wie so ein Krebs. Kannst abbeißen. 6 von 10 ist okay, wirklich. Zu dem Preis, auf keinen Fall. Für den Preis würde ich ihm eine 4 von 10 geben. Aber davon jetzt mal abgesehen, ist es wirklich okay. Schmeckt okay. Ein bisschen tomatisch, ein bisschen käsig. Die Salami schmeckt sehr günstig. Boah, auch hier, guck mal. Wir probieren mal nur die Salami. Ist okay. Ist nicht diese geile Salami, die sonst auf Pizzen manchmal drauf ist. Ist halt so diese billige Salami. Aber auf einer Suchtskala würde ich dem safe eine 8,5 von 10 geben. Die Pizza ist wie Schalke. Besoffen gut. Who's gonna win today? England. And what score? Who's gonna win? 2-0. 2-0? We'll call Palmer play finally. No, he won't. Yeah, he's a Chelsea player. I'm a Chelsea player. And not the daddy. Who's better, Cole Palmer or Jamal Musiala? Jamal Musiala. Yeah, Musiala. No, Palmer? Musiala. Chelsea red, boy. I don't want to say it, but Musiala. Have fun, guys. Das war's, Freunde, aus Gelsenkirchen. Das war wirklich besser als erwartet. Hey, ich wünsche mir, dass ihr auf jeden Fall mal hierher kommt und Gelsenkirchen eine Chance gibt. Ich finde, es wurde viel, viel schlechter geredet, als es tatsächlich ist. Gute Stimmung, was auch an den Engländern liegt. Aber am besten war auf jeden Fall Fisch und Chips. Wir fahren jetzt weiter nach Köln. Das Video wird morgen oder übermorgen dann auch kommen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Vielleicht schafft ihr es ja mal auf eine Zellmeile. Nehmt mal den EM-Wald mit und geht in die Menge.